Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 4. Heute gibt's Kekse. Abonnieren und Like nicht vergessen. Ganz genau. Und hey, habt ihr noch einen Moment Zeit? Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir bewerben uns gerade für Minecraft Core. Können wir hier einfach mal zwischenschieben. Neues Projekt von Debitor und Castcrafter. Und wir würden da gerne mitmachen. Genau. Wir haben uns bei Twitter schon mal beworben, haben da mal was reingeschrieben mit unter deren Hashtags und habe jetzt auch, also wir wollen nachher noch, nach dieser Folge fangen wir an, ein kleines Bewerbungsvideo aufzunehmen. Auch das dürft ihr gerne natürlich teilen oder uns auch unter den Videos vorschlagen, würden wir uns sehr drüber freuen. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's weiter. Jo. Henrik. So, ich war ein bisschen fleißig. Ich habe hier eine Cell Workbench und ein MEIO-Port gebaut und einmal ein neues Drive. In den Drives ist einmal eine 1024K Festplatte und einmal eine 64K. Die 1000 noch was, die nehmen wir beide mal raus und pack die mal oben in die Workbench. Also die große ist für die ganzen, also für die ganzen Ingrid-Geschichten und was wir so viel haben. Und die zweite ist die Ohrfestplatte. Da sind die ganzen Ohrs drauf. Das ist eigentlich nur hochgecrafte von denen. Ich habe ja die 4K automatisiert. Stellt man ein paar her, craftet man die hoch und dann hat man die 1024-Festplatte. Das ist eigentlich nichts Dickes. Zu den Drive-Priorität habe ich auf 1 gesetzt. Dass da das alles reingeht, nicht auf die anderen Festplatten, die hier unten sind. Die sind nur alle auf 0. Und mit den MIO-Port nimmt man sich hier eine Festplatte, zum Beispiel die. Die ja, hat 8 Items-Typen, wenn man die reinschmeißt, ist sie leer. Dass man die ganzen, da habe ich damit die ganzen Ohrs und die ganzen Dings von den Festplatten raufgezogen auf den. So. Ich habe auch in der Zeit, André ist schon halbwegs auf dem Weg gewesen. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen mehr abgebaut, da oben, was noch rumstand. Ja, ich habe soweit. Ah, gut, die Kabel habe ich noch vergessen. Sind hier noch ein paar Kabel dran? Ne? Ja, das ist nicht schlimm. Ich muss ja hier eh nochmal alles zubauen wieder. Genau, also wieder schön und schick bauen. Ich sehe, das alte System ist soweit abgerissen. Außer hier nochmal ein Packager. Genau, den nehme ich auch noch mit. Jo. Ja, gut. Altes System ist abgerissen, neue ME-System. Bitte. Ganz genau. Und da wollen wir jetzt auch die ersten Automatisierungen diese Folge machen. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, guckt nochmal, ist in der Playlist auch mit drin, die Bäume umgezogen und alle Items in Black Hole Units, was die droppen, gelagert. Darf ich mal ganz kurz, ich habe noch 2 Ender Chests gemacht. Ich habe noch mal ganz kurz im Nether ein paar Blazewatts gefarmt. Ich habe einmal hier eine raufgemacht. Wegen den Dry Rubber. Und hier einmal auf unseren Blazer. So, weiter. So. Ja. Wo war ich? Ja, wir lagern die Items jetzt, aber es geht ja auch darum, wir haben ja schon gesehen, wir brauchen auch Singularitäten. Und wer sich an Enigmatica von uns erinnert, fuck man, die sind ätzend. Du brauchst immer 10.000 Items von jeder Sorte. Und aus dem Grund brauchen wir jetzt entsprechend natürlich auch die Sachen, die wir da sammeln. Und wir haben uns, siehst du das Rezept ja, ne? Jo. Was ich gerade, den Autocrafter rausgesucht von Cyclage, weil der Packager irgendwie ja ständig stehen geblieben ist bei uns. Kann natürlich sein, dass ich es mit der Automatisierung da nicht komplett richtig gemacht habe mit den anderen Kabeln. Aber wir haben uns gedacht, wir probieren jetzt den erstmal aus. Ich baue mal einmal ein erstmal. Genau. Ein und testen das wirklich jetzt high live, wie das damit ist. Aber guck mal, sieht gut aus. Braucht aber auch Strom. Ja, das ist ja nicht weiter so schlimm. Lass uns mal reingucken. Always on. Ich glaube aber, man kann. Ja. Wir müssen wir Round Robin anmachen. Ich habe nämlich, was ich habe, ich habe Angst, dass uns das mit einer Sorte vollläuft. Halt entweder Ember vollläuft, ne, oder ja, und in der Mitte musst du, glaube ich, in der Mitte packst du das Rezept. Quantum was das ist.
Entangloporter. Genau. Jetzt zocken. Energy. Output überall. Der hat noch keinen Strom. Nee, aber noch haben wir nicht. Das ist ja auch krass, der sieht so durchsichtig aus. Output. Energy überall. Ich hätte wohl aber keinen Strom, kein Strom. Müssen wir nochmal ein Kabel zwischensetzen. Oh Gott, was hatten wir? LED? Nee. Irgendwelche Dukte. Ich nehme erstmal die LED-Dukte. Ja, ist ja egal. Auch nicht. Kannst du den nochmal, den Quantum-Dings abbauen? Oh, ich wohl. Ja, abbauen kann ich das. Public. Du sollst das wir zocken. Ich versuche nochmal andere Kabel von Cyclic. Sweet. Energy Core. Ich versuche vielleicht. So jetzt. Ich raff das Ding nicht. Sonst. Frequenz, wir zocken. Ist irgendwas. Irgendwas vielleicht drüben aus beim. Nee, Hausmeister? Ja, stimmt. Das ist das ME-System auch nicht gehen. Genau. Wir zocken. Ach, so ein Mist jetzt schon wieder. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Output. Das finde ich ja wieder. Oder der nimmt wieder bloß andere Kabel? Ja, Cyclix-Kabel habe ich jetzt schon dran gehabt. Ich gehe noch mal ganz kurz an unsere. Weil da geht er auch nicht dran. Setz ihn doch mal hier ran. Weil der funktioniert ja hier eigentlich. Und das hier hat alles eigentlich Strom. Warum kriegt der denn? Ah, manchmal ist der doch aber auch so. Ah, guck mal, jetzt hat er Strom. Wieder nur. Ja, manchmal ist das so, du musst da bei Cyclic erst was reinlegen, damit sich die Anzeige aktualisiert. Ach. Hast du die Acorns noch? Ja, die habe ich. Leg die wieder mal. Gut, da oben kommt das Rezept und sobald du das jetzt reinhaust. Macht er die sofort. Aber er speichert halt die anderen nicht zwischen. Ne, du kannst ihm jetzt nicht sagen, sag ich mal, behalt oder hab hier 5-mal Acorns und hier nur Resin. Das ist das, was mich so ein bisschen. Pack mal jetzt ein 5. Resin rein. Oben links ist noch eins frei. Ja, ja, ich musste mir aber nur schnell eins rausholen. Ach so. Ardite war das, ne? Nur eins willst du jetzt bestimmt sehen, ne? Genau. So. Yep. Ja. Ja. Ach, wollen wir den wirklich nehmen? Was noch eine andere Variante ist? Warte, ich zeige dir mal noch eine. Ja, wir testen ja noch. Das ist ja heute. Wäre, okay. Guck mal, sonst die nächste Variante wäre dieser hier. Oh Gott, den kenne ich ja noch gar nicht. Fill empty grid, stock control off. Nee, das war falsch. Auto mode on, crafting available items, craft single items. Ein Code-Formular. Mit dem habe ich auch noch nie gearbeitet. Aber das ist ja mit dem anderen Crafter ist es ja nichts anderes, ne? Der konnte man das auch nicht speichern, also beim Packager. So, craft available item, craft single item, fill empty grid. Stock control off.
Aber irgendwas, da fehlt noch irgendwas. Irgendwas muss da oben, glaube ich, noch rein. Ja, denke ich da auch. Da muss irgendeine Karte rein oder sowas. Ein Coda-Pattern. Oder ein Formular. Müsste ja von Mac-Endless irgendwo sein. Ist ja Mac-Endless, ne? Ja. Crafting Formula, aha, alles klar. Hab ich, suche ich raus, brauche ich, warte. War auch ein bisschen teuer, aber naja, gut. Ja, aber hier unten können wir das wahrscheinlich auch nicht speichern, ne? Dann war das so. Warte mal. Encode Formula, ah, guck mal, dann ist es gespeichert. Craft available. Kann auch sein, dass da die falsche vorläuft. Das ist genau das gleiche, ne? Ja. Also. Komm, wir bauen das jetzt mit dem Package an. Und probieren es einfach. Packager, haben wir noch einen da, ja. Hier mit den Autocraftern von Cyclic meine ich. Wir probieren es jetzt einfach mit denen. Werden wir ja sehen, ob es vorläuft. Ansonsten müssen wir uns da was überlegen. Also, liebe Leute, wenn ihr Bescheid wisst, was für ein Craft wir noch nehmen können, sagt uns bitte Bescheid. Den von RF Tools gibt es leider nicht. Muss man dazu sagen. Was ist ein Ender Craft? Der ist viel zu teuer. Ein Ender Craft, der macht ja was ganz anderes. Auto. Auto, Crafter, was haben wir denn noch hier? Der, das ist der. Gucke gerade nochmal, ob ich noch einen finde. Nee, ich habe ja auch schon geguckt. Also ich wüsste keinen anderen. Ja. So, den habe ich schon mal hier unten. Jetzt brauchen wir nur noch Massenexportbusse. Exportbusse müsste ich bestellen. Wo bist du? Bei mir unten, ja. Ich bin unten im Dings. Ich habe schon mal die ersten aufgebaut. Die ersten Autocrafter, dass wir dann nachher die Rezepte gleich anfangen können. Ja, ich habe hier unten auch einmal hingestellt. Missing Pisten. Kann er noch nicht. Die Pisten vergessen? Ja. Welches Rezept? So. Ich habe jetzt erstmal so gemacht, damit ich anfangen kann zu craften. Ja, ich mache Pisten gleich. Dann kann ich nicht mehr Pisten schreiben. Piston. Warte mal, welche? Danke. So, fangen wir erstmal auf der Seite an. Wir brauchen immer noch Capacity Cards. Davon hatte ich noch. Haben wir 18? Crafting Cards nicht. Capacity. Dummer. Leid. Vielleicht, wenn wir den Round-Robin-Modus nutzen, sollte es eventuell gehen. So, guck mal, Ardite wäre jetzt so fertig. Jetzt müssen wir das natürlich, weil das Resin ja rauskommt, müssen wir das von der Sache nochmal brennen, ne? Brennen. Ich würde das in den Smelter machen, also in diesen, von auch vom Mechanismus, ne? Elite Smelting Factory, also Energized Smelter ist es, glaube ich, am Anfang. Genau, Mechanismus. Energy Fortune Chamber Advanced Elite Energies. Aber ich warte mal, glaube ich, hoch als. Ui, jetzt habe ich mich gerade total verdrückt jetzt.
Dann gleich nochmal, weil wir es können als Advanced. Und als Elite. Oh. Spielt ja auch fast. Ja, es sieht danach aus, dass das Problem kommt, was ich mir gedacht habe. Dass sich ganz, ganz langsam die Acorns ansammeln werden. Tja, nur das nicht. Ich sehe das. So ganz langsam fangen sich an, die Acorns anzusammeln. Und das gefällt mir nicht. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir das mit einem anderen Item einfach sperren, aber es geht ja auch nicht. Wenn der Resin einmal weg ist und da kommt gerade ein Acorn rein, ne? Ja, deswegen. Es ist heute eine gewurmte Folge. Ja, aber das war mir klar, dass die so ein bisschen außergewöhnlich wird. Was ist jetzt nochmal? Hast du nochmal einen Exportbus, André? Klatsch dir mal. Exportbusse hängen schon alle oben dran. Nee. Wie hast du denn jetzt die ganzen. Ja, Export, genau. Machen wir bitte noch. Oh, jetzt sehe ich ganz anders aus. Hast du was reingelegt? Nee. Ich habe Acceleration Cards mal reingelegt, einfach nur um zu gucken, wie es gleich aussieht. Was willst du denn mit dem Exportbus unten? Ich wollte jetzt nochmal, dass wir das Adalt und Resin trennen. Das ist denn so, aber jetzt zur Zeit läuft es ja jetzt. Wollen wir es reinmachen? Wollen wir es erstmal wieder ins System hauen oder gleich in eine Verarbeitung rein? Nee, ich würde gleich eine Verarbeitung dementsprechend da unterbauen wollen. Ja, was für ein. Entschuldigung, Handy? Mein Handy ist noch an. Ja, weil ich vorhin ja noch arbeiten musste. Ja. Aber was für eine Kabel wollen wir nehmen? Ich würde die ganz normalen Item-Kabel nehmen, oder? Von. Zack, die Kabel wieder? Ja. Probieren, ne? Zum Exportieren und Importieren haben sie ja immer funktioniert. Energy, Fluid, Energy, Item. Weil irgendwann sind, sag ich mal, ist zum Beispiel auch das Resin alle. Dann ist es auch wieder so, ne? Dann kommt nachher, wenn das Resin natürlich alle ist, nur die Acorns nach. Ja, wir müssen uns da nochmal was einfallen lassen. Sonst müssen wir es doch über ME-System machen. Ja, wollte ich eigentlich vermeiden. Ja, ich weiß, aber was willst du jetzt machen, André? Ja, ich weiß es auch nicht. Ah, hier habe ich zum Beispiel Round Robin vergessen und dann ist schon passiert, dass hier gar keine Acorns eben beim Eisen nachkam und sich das komplette Ding mit Resin gefüllt hat. Mecker. In Random Mode. Hab ich nicht. Ich mache jetzt einfach erstmal welche fertig, dass wir erstmal den größten Teil schmelzen können, ne? Ja. Hoffentlich, ich kann jetzt noch eine Endertruhe machen. Hoffentlich vorhin genug Blaze gefahren. Und wie gesagt, Leute, fällt euch noch was ein, wie wir das hier besser machen können? Ey, gerne einen Kommentar, weil ich muss sagen, mir fällt es auch echt nichts ein, außer es wirklich übers ME-System zu machen. Aber ich wollte es eigentlich nicht übers ME-System machen. Muss ich dazu sagen. Haben wir noch stärkere Kabels? Was denn? Strom?
Ja, und Thermal, irgendwelche Steckern, nee, ne? Reichen die nicht aus? Ah, dann, nee. Mein Ofen zieht zu viel Strom. Sonst schließt ihn doch über einen separaten an. Nicht über die gleiche Quelle. Na, guck mal, jetzt ballert er ja schon mal ordentlich. Ich habe einfach die gleiche Schnittstelle, nur ein anderes Kabel genommen. Wie weit bist du? Genau. Ja, bis zum 5. bin ich jetzt. Ich bin jetzt Drei, bei Tit vier, fünf. gerade. Und da muss ich Stück für Stück jetzt gucken, was noch so fehlt. Wie gesagt, Leute, schreibt uns in die Kommentare, was ihr, wenn ihr eine bessere Idee habt. Ich würde sagen, wir machen jetzt, damit es nicht zu lange wird, das Ganze hier nebenher weiter. In der nächsten Folge sehen wir dann eventuell auch schon mit euren Kommentaren unterwegs. Weiß ich nicht, wie wir es schaffen mit Aufnehmen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns drauf, wenn ihr uns welche schreibt. Auf jeden Und dann Fall. hoffen wir einfach, dass das hier nicht überläuft in der Zeit und wir machen das bis dahin weiter und langweilen euch jetzt nicht mit. Wir machen jetzt noch 100 Mal das gleiche in 100 verschiedenen Craftern mit nur ein paar anderen Rezepten hier. Genau, ich muss noch ein bisschen Mechanismus machen. Hier, guck mal, im ersten ist es schon passiert, ne? Ist es schon? Ja, nur noch Acorns. So, pass mal auf. Jetzt mach mal. Nochmal ein Exportbus fertig, ne? Ich verstehe, was du meinst, was du machen willst, aber es bringt nichts, weil du nicht die gleiche Anzahl brauchst. Das ist das Problem. Du hast Ja, vier pass mal Acorns, auf. fünf Resin. Ich habe mir jetzt noch eine kleine Idee. Gib mir mal ein Ex. Ja, hier, warte. Mach mal da ein Exportbus. Mach mal da ein Glaskabel ran. Ich habe keins. Das Gut. habe ich auch nicht. Gut. Hol ich. Glaskabel, pass mal Habe ja auf. dein Kabel benutzt, was hier schon hing. Ja, war wieder klar. Glaskabel. Dann möchte ich von Light Energistic noch, ne, hast du bestimmt so eine Geschwindigkeitskarte, Ja. ne? So, so. Wie Und viele? vier. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt nur noch ein kleiner Test, liebe Leute. Was vielleicht? Jetzt werden wir es dann nämlich nachher, weil er damit oben wesentlich schneller, also mit den anderen wesentlich schneller importiert als die Acorns, haben wir jetzt nachher nämlich genau das umgedrehte Problem. Vielleicht gleicht sich das auch aus. Oder? Nein. Nein. Gut, das war's, liebe Leute. Also, wir sind noch ein klein bisschen am Verzweifeln. Vielleicht habt ihr eine Lösung. Schreibt uns auf jeden Fall die Lösung unter den Kommentaren oder unter das Video in den Kommentaren. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.